Do you remember Matthew 25? Erinnert ihr euch an Matthäus 25? The wise virgins and the foolish virgin. Die klugen Brautjungfern und die törichten Brautjungfern. And the wise virgins, their wisdom is the fear of God. Und die Weisheit der klugen Brautjungfern ist die Gottesfurcht. And the foolish virgins, their foolishness is the lack of the fear of God. Und die törichten Brautjungfern, ihre Torheit ist der Mangel an Gottesfurcht. So you say, nun, er sagt, that if we are to preach in Brazil from this point on, it must restore the fear of God in the worship, my Lord. Dass, wenn wir predigen in Brasilien, von diesem Punkt anfangend, muss dies die Gottesfurcht in der Anbetung wiederherstellen. Mein Herr, avivamiento começar aqui em Belém and transmitir temor de Deus em adoração de cristianos. Die Erweckung fängt hier in Belém an und überträgt die Gottesfurcht in der Anbetung der Christen. Oh yes. Oh yes. Oh ja. Oh ja. Restoring the fear of God in the lives, the vidas de cristianos. Es wird die Gottesfurcht wiederhergestellt in dem Leben der Christen. Oh yes. Oh ja. I'm simply telling you the way to the kingdom of God. Ich spreche zu euch einfach nur über den Weg hin zum Königreich Gottes. But now you have another gospel, a modern gospel. Aber gerade habt ihr ein anderes Evangelium, ein modernes Evangelium. And the Lord is saying, the hour to restore the message of God in the church is now, now. Und der Herr sagt, die Stunde, die Botschaft Gottes in der Gemeinde wiederherzustellen, ist jetzt, jetzt. Only the restoration of the original eternal gospel will bring the light of Christ from the church to the world. Nur die Wiederherstellung von dem originalen ewigen Evangelium wird das Licht von Christus von der Gemeinde hin zur Welt bringen. And he says the following. Und er sagt das Folgende. Number two. Nummer zwei. Again he says. Wieder sagt er. He said in a loud voice, fear God. Er sagt in einer lauten Stimme, fürchtet Gott. Number two he says. Nummer zwei. Er sagt. And give him glory. Give him glory. Und gibt ihm die Ehre. Gibt ihm die Ehre. Wow. Wow. In other words, mit anderen Worten, if you preach the eternal gospel, wenn ihr das ewige Evangelium predigt, they will take up the fear of God into their life. Werden sie die Furcht Gottes in ihr Leben hineinbringen. And number two, und Nummer zwei, they will be preoccupied, very preoccupied. Sie werden beschäftigt sein, sehr beschäftigt. Every day. Jeden Tag. One thing to know. Wollen Sie wissen? How do I give God glory with my life? Wie gebe ich Gott die Ehre mit meinem Leben? Halleluja. Halleluja. Este fuerte. Halleluja. Das ist heftig. Este muy, muy importante. Dies ist sehr, sehr wichtig. This is critical. Dies ist kritisch. The angels have come from the presence of God. They don't have any compromise, any communication with man. Die Engel sind von der Gegenwart Gottes gekommen. Sie haben keinen Kompromiss. Sie haben keine Kommunikation mit Menschen. They are simply pronouncing the gospel as they have received from the Father. Sie verkünden einfach das Evangelium, wie sie es empfangen haben von dem Vater. And they are not caring about public opinion. Und sie kümmern sich nicht über die öffentliche Meinung. What will people say? Was werden die Leute sagen? I am going to be in trouble. Ich werde Ärger bekommen. Ich werde viele Probleme erhalten. If I start rebuking sin, wenn ich anfange, Sünde zu tadeln. My friends in the WhatsApp group will throw me out. Meine Freunde in der WhatsApp-Gruppe werden mich rauswerfen. Wow. Wow. Evangelio eterna. Wow, das ewige Evangelium. The Lord is saying, he's replacing the pulpit. Der Herr sagt, dass er die Kanzel ersetzt. Meaning, he's putting back the original gospel. Das bedeutet, dass er das ewige Evangelium zurückbringt. Why? Warum? Because time is over. Weil die Zeit vorbei ist.
Messias viene. Der Messias kommt. Destinos de nations are being determined now. Das Schicksal der Nationen wird jetzt bestimmt. Every nation is now determining the destino, the destination of their country, my Lord. Jede Nation bestimmt jetzt ihr Schicksal, das Ziel ihres Landes. Mein Herr. Wow. Wow. Therefore, deshalb. All the pastores in the countries I go to. Alle Pastoren in den Ländern, zu denen ich gehe. They are now saying no. Sie sagen jetzt nein. No. We are putting back the original gospel. Wir bringen das ewige Evangelium zurück. Because time is over. Denn die Zeit ist vorbei. We must now prepare the church for cielo. Wir müssen jetzt die Gemeinde für den Himmel vorbereiten. There is no more time for playing games. Es gibt keine Zeit mehr, Spiele zu spielen. And he's saying this. Und er sagt dies. Halleluja. Halleluja. The fear of God. Die Gottesfurcht. Number one, giving glory to God with your life. Nummer eins, Gott die Ehre zu geben mit deinem Leben. Tell me. Sag mir. When you become avogado, a lawyer. Als du ein Rechtsanwalt wurdest. A criminal lawyer. Ein Kriminalanwalt. And you are going to court. Und du gehst in das Gericht. And you are representing your clientele. Und du repräsentierst deine Klienten. And on a daily basis you are mentira, you are lying, you are lying. Und tagtäglich lügst du, du lügst, du lügst. Wow. Wow. Are you giving God glory with your life? Gibst du Gott die Ehre mit deinem Leben? I know Brazil is very educated. Ja. Education here is top, 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 top. Ich weiß, Brasilien ist sehr gebildet. Die Bildung hier ist spitze, spitze. When you, as a doctor, wenn du als Arzt, you are participating in abortion, abortar, abortion, abortion, abortion. Du mitmachst bei Abtreibungen, du nimmst teil an Abtreibungen, Abtreibungen. Are you giving God glory with your life? Gibst du Gott die Ehre mit deinem Leben dann? He says, er sagt, that there is eternity. Dass es Ewigkeit gibt. After Brazil is over. Nachdem mit Brasilien Schluss ist. After the modernism of Brazil is over. Nachdem der Modernismus von Brasilien vorbei ist. After the postmodernism of Brazil is over. Nachdem der Postmodernismus von Brasilien vorbei ist. After the dineros de Brazil is over. Nachdem das Geld von Brasilien zu Ende ist. After the sophistication of Brazil is over. Nachdem die Hochintelligenz von Brasilien beendet ist, then now you are to face eternity. Dann müsst ihr jetzt die Ewigkeit ins Angesicht nehmen. Halleluja. Halleluja. This is the hour. Dies ist die Stunde. To make a determination. Um eine Entscheidung zu machen. Where do you want your church to end up? In hell or in heaven? Wo möchtest du, dass deine Gemeinde endet? In der Hölle oder im Himmel? So he says, the eternal gospel, when you preach it, he brings the fear of God and he causes the Christians to give God glory with their lives. Nun, er sagt, wenn du das ewige Evangelium predigst, bringt dies die Gottesfurcht. Und es bringt die Christen dazu, dass sie Gott die Ehre mit ihrem Leben geben. And he says, und er sagt, the angel continued, der Engel machte weiter. He says, er sagt, fear God, fürchtet Gott and give him glory. Und gibt ihm die Ehre. Okay, why? Okay, warum? Because the hour of his judgment has come. Weil die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. That is serious. Dies ist ernst. He's saying, er sagt, that in Brazil, dass in Brasilien ellos predican un evangelio dulce. Predigen sie ein süßes Evangelium. No, you see my church. I don't want to pray God. I just want to love them. We believe God is love. Nein, seht ihr meine Gemeinde, ich will sie nicht schlagen. Ich will sie nur lieben, denn wir glauben, dass Gott Liebe ist. We believe God is love. No le gusta pegó. No le gusta pegó, Rebecca. Wir glauben daran, dass Gott Liebe ist. Uns gefällt es nicht. Uns gefällt es nicht, Schafe zu schlagen. Ja, wir glauben, dass Gott Liebe ist. There is a problem. Ja, es gibt ein Problem. He say, er sagt, that when you preach the
gospel of God, dass wenn ihr das ewige Evangelium Gottes predigt to the church of Christ, zu der Gemeinde Christi, it will deliver the following. Dann wird es das Folgende übermitteln. It will cause the Christians to fear God. Es wird die Christen dazu bringen, dass sie Gott fürchten. They will walk with the fear of God in their life. Sie werden mit Gottes Furcht in ihrem Leben wandeln. Number two. Nummer zwei. It will cause the Christians to perpetuamente, siempre, give glory to God with their life. Es wird die Christen dazu bringen, ständig, immer und immer Gott die Ehre mit ihrem Leben zu geben. If you look at the way they raise their children, wenn ihr euch die Weise anschaut, wie sie ihre Kinder erziehen, you can tell that they have taught their children to give God glory with their lives. Dann kann man sehen, dass sie ihren Kindern gelehrt haben, Gott die Ehre zu geben mit ihrem Leben. So filio, si filia. Ihre Söhne und ihre Töchter. If you see the way they are raising them, wenn ihr seht die Weise, wie sie ihre Kinder erziehen, you can tell that that family has the fear of God. Da kann man sehen, dass diese Familie die Gottesfurcht hat. Number three says, Nummer drei, er sagt, that when you preach the eternal gospel, dass wenn ihr das ewige Evangelium predigt, it must tell people, dann muss es den Leuten sagen, that God judges sin, dass Gott die Sünde richtet. Señor juzga pecado. Der Herr richtet die Sünde. That God judges sin. Dass Gott Sünde richtet. If you want to know a pulpit that is not compromised, wenn ihr eine Kanzel sehen möchtet, wo keine Kompromisse stattgefunden haben, that pulpit will preach claramente that God judges sin. Diese Kanzel predigt eindeutig, dass Gott Sünde richtet. That pulpit will preach, diese Kanzel predigt, that when Adam and Eve fell to sin, dass als Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, God judged sin. Gott Sünde gerichtet hat. And death came, and suffering came. Und Tod kam. Und Leid kam. It will tell you very claramente, es wird dir ganz eindeutig sagen, that in the days of Noah, dass in den Tagen von Noah, when that generation sinned, als diese Generation sündigte and rebellion, und rebellierte, God judged sin, hat Gott Sünde gerichtet. And he killed the whole world. Und er tötete die ganze Welt. When you preach the eternal gospel, wenn ihr das ewige Evangelium predigt, it will come out claramente, wird es eindeutig hervorkommen, that when the generation of Tower of Babel, dass wenn die Generation von dem Turm Babel, when they sinned against God, als sie gegen Gott sündigten, God judged sin, hat Gott Sünde gerichtet. It will come out clearly, es wird eindeutig hervorkommen, that when Sodom and Gomorrah sinned, dass als Sodom und Gomorra sündigte, God, he judged sin, hat Gott Sünde gerichtet. It will come out clearly, es wird eindeutig hervorkommen, that when Egypt sinned against the Lord, dass als Ägypten gegen den Herrn sündigte, God, he judged sin, hat Gott Sünde gerichtet. It will come out clearly, es wird eindeutig hervorkommen, that when Judah sinned against the Lord, dass als Judah gegen Gott sündigte, God Almighty judged sin, Gott der Allmächtige Sünde richtete. It will come out claramente, es wird eindeutig hervorkommen, that when the northern kingdom sinned, dass als das nördliche Königreich sündigte, God judged sin and sent them to Assyria, hat Gott Sünde gerichtet und er sandte sie nach Assyrien. It will come out claramente, that when Jesus died on the cross, es wird eindeutig hervorkommen, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, God judged sin, Gott Sünde gerichtet hat. It will come out claramente, es wird eindeutig klar sein, that in the tribulation, dass in der Trübsal, God will judge sin, Gott Sünde richten wird. It will come out clearly, es wird eindeutig sein, that in the great white throne judgment of God, dass in dem großen weißen Throngericht Gottes, God will judge sin, wird Gott Sünde richten. That God judges sin, dass Gott Sünde richtet. The eternal gospel, das ewige Evangelium. So now the sheep, they will live when they are aware.
conocimiento. Nun, jetzt werden die Schafe bewusst leben. Sie sind in Kenntnisnahme. Now they will know that, wow, I have to separate from sin. Jetzt werden sie wissen, dass, wow, ich muss mich von der Sünde trennen. Because, Señor, denn der Herr juzgar, richtet Sünde. He judged it before. Er hat sie zuvor gerichtet. He's coming back to judge it. Er kommt zurück, um sie zu richten. He judged it in the coronavirus. Er richtete sie mit Coronavirus. He's coming to judge it again. Er kommt zurück, um sie wieder zu richten.